Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und ich merke schon, ich habe hier einen Controller erwischt, wo die Taste hinten klemmt. Das wird ja richtig toll. Die R2-Taste klemmt hier. Wahrscheinlich, weil ich damals zu viel Wrestling gezockt habe. So, es geht jetzt darum, Genie zu suchen und noch ein paar Böhnchen hier einzusammeln. Ich fand das im Vorgänger auch ein bisschen geiler, dass du unterschiedliche Bohnen gesammelt hast, während du ja hier immer im Prinzip die gleichen, also die haben natürlich unterschiedliche Farben, aber es sind ja immer die gleichen Bohnen, die du hier einsammelst. Also sie zählen für das Gleiche, egal welche Farbe du hier einsammelst, es zählt allgemein für die Bohnen im Prinzip. Aua. Macht das Sinn, da durchzugehen? Habe ich mich jetzt hier schon ein bisschen verrannt? Vielleicht gehe ich nochmal hier gucken. Also hier bei den Bienen geht es auf jeden Fall weiter. Dann gucke ich mir hier die Location einfach mal noch ein bisschen genauer an. So. Okay, also es scheint alles so halbwegs gecleant zu sein hier. So groß kann das Gebiet ja hier nicht sein. Denke ich mal. Genau, da war ich ja gerade. Täubchen fliegt hier noch auf und ab. Nö, alles klar, dann haben wir, glaube ich, alles. Wie immer gerne in die Kommentare schreiben, falls ich irgendwas vergessen habe, aber eigentlich haben wir hier, glaube ich, alles erwischt. So, okay. Was kommt jetzt hier? Ein Fight oder was? Was ist denn das für ein Klotz? Oh, die Waschmaschine. Ruckelt das Spiel oder ist das normal? Also, ouch. Ouch. Nein. Das ist ein bisschen ungünstig, weil die R2-Taste hier an diesem Controller klemmt. Das habe ich nicht so ganz bedacht. Oh. Okay, man kann sich in diesem Kampf natürlich ein bisschen cleverer anstellen. Aber es läuft ja trotzdem. Das ist wiederum ganz witzig. Ein bisschen trashy, aber es ist auch irgendwie witzig, dass du hier einfach gegen eine Waschmaschine kämpfst. So, die muss ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen davor platzieren. Hier, fallen lassen. Kennt man auch noch aus dem ersten. Dass ich hier hochkomme, ne? Aber irgendwie ruckelt das doch, ne? Na gut. Kann alles sein. Das kann die CD sein, das kann aber auch am Spiel liegen. Nein, sag mal. Bleib dieses blöde Ding jetzt hier mal. Ey, willst du mich trollen? Ja, fahr mal erstmal darüber, dann hau ich dich da weg, so. Da, immer wenn du schnell machen willst, genau dann ist es irgendwie. Oder genau dann wird es erst richtig langsam. Hör mal das. Hey! Ich wollte gerade fragen. Nein, 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 nein. Das will ich nicht. Hier hoch. Können wir das Ding von hier aus noch weiter hochnehmen? Ja. Das ist der Plan. Dass wir im Prinzip. Ist auch witzig, dass das zappelt. Das war ja im ersten Teil auch mit dieser Steinskulptur, die wir da bekämpft haben. Ich kann jetzt übrigens auch schon mal sagen. Es läuft folgendermaßen mit Harry Potter im Prinzip weiter. Wir werden natürlich diesen Teil hier ganz easy peasy nochmal durchzocken. Wie gesagt, er besteht ja schon auf dem Kanal, ne? Wahrscheinlich noch mit alter Tonspur und so. Also mit dem alten Mikro bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht auch neues Mikro. Auf jeden Fall gibt es das Spiel schon durchgezockt auf diesem Kanal. Wir werden es jetzt erneut durchspielen und danach hoffe ich mal, dass wir in den dritten Teil, den habe ich für PC, dass das noch vorhanden sein, also dass das noch funktionieren wird, dass ich den auf dem PC zocke und das dann auch aufnehmen kann. Das ist der Plan, dass wir da erstmal den dritten dann noch durchzocken und im Dezember rum gehen wir dann wahrscheinlich, startet das Ganze dann neu. Also, dass wir dann sozusagen erneut
in die PlayStation 1 Version von Stein der Weisen reinzocken werden. Ich könnte mir vielleicht auch irgendwann mal die PC-Version organisieren, aber das zum Laufen zu kriegen auf dem PC heutzutage ist halt schwierig. Es ist so schade, dass EA keine komplette Remastered-Box oder sowas anbietet, wo einfach alle Harry Potter-Spiele drin sind. Das wollte ich gar nicht. Ja, das wollte ich überhaupt nicht, aber wir nutzen das jetzt direkt mal. Wäre schon cool, auf jeden Fall. Vielleicht zocke ich auch irgendwann nochmal in Hogwarts Legacy rein. Irgendwas hatte ich, glaube ich, auch gelesen, so dass schon die ersten nach Hogwarts Legacy 2 rufen. Das Spiel wird natürlich noch Ewigkeiten in der Entwicklung sein, ist klar. Sah aus wie eine Spinne, die da gerade weggeflogen ist. Aber das ist ja auch schon mal interessant oder ein interessanter Gedanke, dass es ein Hogwarts Legacy 2 Spiel geben könnte. Bei manchen Spielen denkt man sich nämlich auch so, das hatte ich zum Beispiel bei, ich spiele es jetzt nicht, aber bei Destiny oder bei, wie hieß denn das andere nochmal, dieser Shooter von Division hieß der, ne? Division von Ubisoft. Da gibt es ja auch einen zweiten Teil von. Das sind so Spiele, da denke ich mir so, warum haben die eigentlich einen zweiten Teil? Warum ist das nicht ein Teil und der wird immer geupdatet oder so? Aber gut. Ich habe die Spiele jetzt auch eher weniger gespielt, von daher, ich glaube, beides ist auf dem Kanal als angezockt vorhanden, ne? Also Destiny auf jeden Fall und ich glaube Division haben wir auch mal angespielt zumindest. So, dann nochmal schnell an den... Kann ich die angreifen? Nee, weg da. Oh, hier wieder Kampf gegen die Waschmaschine. Das ist irgendwie ganz witzig, muss ich sagen. Das ist eines der Teile hier. Wahrscheinlich haben sie diesen Anfang auch deshalb so lang gezogen, weil normalerweise, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber bei den Weasleys ist er ja gar nicht so lange im Film. Alter, jetzt dreht das Ding total ab. Wahrscheinlich muss ich die Waschmaschine da jetzt draufsetzen, ne? Er ist doch schon drüber gelaufen, zählt doch schon. Ja, Waschmaschine draufsetzen. Auch geiler Part, ey. Durch den Wald laufen und gegen Waschmaschinen kämpfen. Nice one. Auf der Suche nach Ginny. Die haben echt großen Garten hier. Oder ist das einfach ein Waldstückchen? Aber es gehört denen wahrscheinlich trotzdem. Wird einfach einkassiert von den Weasleys. So. Dann haben wir hier einen Haufen Kisten, die wir platt machen können. Also ich muss dazu auch sagen, ich habe den dritten Harry Potter Teil genauso wie den vierten nie gespielt. Ich glaube, den fünften habe ich damals für PC gehabt. Und den sechsten, siebten habe ich auch nicht gespielt. Obwohl es die nachher, glaube ich, auch für die PlayStation 3 gibt, ne? Den siebten und so. War da nicht irgendwas? Muss ich auch mal nachgucken. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie die PS3-Version da. Das wäre dann deutlich angenehmer, das zum Laufen zu kriegen. Aber wie immer, Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Alter, guckt euch das mal an, wie das ruckelt. Das ist doch nicht das Game, oder? Das muss doch die CD sein, die irgendwie einen Kratzer drauf hat oder so. Wie gesagt, ich habe das Ding halt vor 3 Jahren oder so gebraucht gekauft. Ne? Du kriegst die Originalspiele ja nicht mehr wirklich. Das habe ich damals gar nicht so gewusst oder gerafft. Man macht sich da ja nicht wirklich Gedanken zu, aber irgendwann hört natürlich die Produktion von solchen Sachen auf, ne? Irgendwann wird der Gameboy nicht mehr hergestellt oder der Gameboy Color oder die PlayStation 1 oder sowas. Und irgendwann raffst du dann auch, dass die Spiele halt, dass es die nicht mehr gibt. Würde mich mal interessieren, ob da irgendwo noch irgendwas vorhanden ist, dass man gewisse PlayStation 1 Spiele noch original verpackt kaufen kann zu einem normalen Preis oder so. Ob da irgendwo noch, oder vielleicht auch unentdeckt, vergessen oder so, irgendwelche Lager. War das Geräusch damals mal ganz nice. Also so geräuschetechnisch haben die gerade in der PS1-Version ja wirklich einen guten Job gemacht, fand ich. Also. Aber er hat doch... Er quatscht ja jetzt, das war ja im ersten Teil noch nicht so wirklich vorhanden. Aber er hat doch...
Warte mal, war das jetzt dumm? Hätte ich da hochkommen können? Ist da was drauf? Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Kann man hier noch aufklettern? Nee. Ist da vielleicht noch irgendwas oben vorhanden? Was man gebrauchen könnte? Die Sicht ist halt auch kacke. Vielleicht hätte ich den Stein weiter... Aber ich konnte sowieso nicht auf den Stein rauf, oder? Wenn ich hier so rangehe... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall jetzt hier durch und das machen wir. Na gut. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt hier einfach mal mitten reinlaufen und direkt nochmal. Okay, hier geht's auch weiter. Nee, es ist immer, wenn die Rasenmäher auftauchen, also. Scheint das ja irgendwie denn doch mit dem Spiel an sich zu tun zu haben. Sieht aus, als wenn es da weitergeht. Alter, ich dachte schon wieder rein. Einfach mal random um die Bäume hier rumlaufen. Okay, Kampf gegen die Waschmaschine. Jetzt werde ich es auf jeden Fall... Oh, shit. Nochmal ausprobieren. Ob wir hier hochkommen. Da werde ich heute mal... Heute. Nur heute. Nein, da werde ich jetzt mal drüber nachdenken. Oder dran denken, sag ich mal. Ey, die halten aber ganz schön was aus, ne? Man muss die schon öfter mal treffen. Nice one. So, ich werde das Ding jetzt hier vorne hinstellen, dass wir da irgendwie mal... Aber da oben ist sowieso nichts. Warte. Hier. Dass wir hier mal hoch können. Aber hier oben ist nichts. Das Spiel ist hier zu Ende, das ist hier. Man sieht diese Waldmauer, die hier so gezogen ist. Man weiß förmlich, dass dahinter nichts mehr ist. Nee, also nichts Spannendes und wir wiegen nicht genug für dieses... Also um diese Falltreppe hier auszulösen. Da gibt's so eine geile Anspielung bei dem Film Toy Story 2. Ah, jetzt können wir doch da hoch. Ey, will... Dem ging das bei dem Stein nicht. Kannst denn wohl auf den Stein nicht rauf. Bei Toy Story 2, da müssen die in den Supermarkt rein. Und dafür gibt's, also da gibt's so eine Automatiktür, so eine Türen, die auf und zu gehen. Man kennt's aus Supermärkten. Die müssen sie dann natürlich mit Gewicht auslösen. Und wenn du zu leicht bist, dann funktioniert das eben nicht, ne? Achso, hier ist ja auch gar keine Tür, die aufgehen könnte, damit wir da weiter rennen können. Gibt ja nur die Variante hier. Okay. Aber hier musste man doch irgendwo rum, ne? Genau, hier. Aber wie gesagt, da kann ich mir schon durchaus, oder das verstehe ich schon durchaus, dass sie das dann hier so ein bisschen länger gezogen haben. Könnt mich gerne da so ein bisschen auch berichtigen, inwiefern das im Buch stattfindet. Aber im Film ist es halt sehr kurz gehalten, dass er sich da bei den Weasleys aufhält, ne? Da sind sie ja ratzfatz unterwegs mit diesem, wie heißt denn das Pulver nochmal? Flohpulver, irgendwie sowas. Und da sagt er, Hinkelgasse. Das ist vielleicht in der deutschen Version ein bisschen komisch übersetzt oder so. Ich weiß nicht, ob es im Englischen vielleicht besser hinhaut. Achso, ich soll die Dinger da hinschieben. Oh, eine Karte, die holen wir. Ist auch so ein bisschen allgemeiner gehalten mit den Karten, glaube ich, ne? Und mit den... Achso, ich muss von hier da hinspringen. Ich habe gedacht, ich muss sie noch dichter schieben. Mit den Bohnen und mit den Karten, das ist irgendwie alles ein bisschen allgemeiner gehalten. Finde ich. Achso, und worauf ich hinaus wollte, mit der Synchro... Das wirkt trotzdem, glaube ich, so, als wenn das die Synchro aus dem ersten Teil ist, ne? Ich meine, im ersten Teil hat er ja so gut wie gar nichts gesagt. Aber trotzdem so stimmlich? Vielleicht irre ich mich. Könnt ihr mir auch gerne in den Kommentare reinschreiben, ob ihr da ein bisschen mehr wisst. So, so langsam müssen wir doch Genie mal finden, oder nicht? Wie groß ist denn dieser Wald? Da ist sie. Hi Harry, gut, dass du kommst. Mein Knuddelmuff hat mein Erinner-mich verschluckt und dann habe ich mich verlaufen. Ein Erinner-mich sagt dir, wenn du was vergisst. Du kannst es haben. Ich habe meinen Zauberstab nicht dabei. Wende den Weiche-Zurück-Fluch auf den Knuddelmuff an und er spuckt das Erinner-mich aus. Alles klar. Okay, das war ja
Wie groß die Dinge auch immer dargestellt sind, ne? Weil der ist ja größer als Genie fast, also. Ah, Ginny, da bist du ja. Gute Arbeit, Harry. Hoffentlich hat Dads Kram dich nicht so sehr genervt. Wir sollten jetzt aber nach Hause gehen. Mom und Dad warten auf uns. Wir wollen in die Winkelgasse. Na dann los. Also das, was jetzt im Prinzip kommt. Dass er sagen soll Winkelgasse und er sagt dann irgendwie im Deutschen Hinkelgasse oder sowas. Landet dann in der Nocturngasse. Also das Hinkelgasse, Nocturngasse, weiß ich nicht. Also wie da die Connection ist. Funktioniert vielleicht im Englischen besser, habe ich noch nicht. Muss ich vielleicht mal auf Englisch gucken. Wenn du mit Flohpulver gereist bist, solltest du ein paar Dinge wissen. Also, wenn du ins Feuer gehst, sag, wohin du willst. Und zieh die Ellbogen ein. Und sieh zu, dass du auf dem richtigen Kaminrost aussteigst. Ist das tatsächlich sicher? Ganz einfach. Winkelgasse! Ach du Hand... Ich glaube, da kann ich mich sogar noch dran erinnern. Das ist, warte mal, schneller zu rutschen. Okay. Macht das Sinn? Schnell? Ah, verdammt. Hä? Ich hab gelenkt. Was war das denn? Ich hab gelenkt. Ist das relevant, dass ich schneller rutsche? Drücke X-Taste, um schneller zu rutschen. Nee, ist doch eigentlich egal, oder nicht? Weil ich muss ja hier, also es gibt doch noch ein Battle, glaube ich, ne? So ein Rutschbattle, wo du dann gegen irgendwelche Leute antrittst und schneller rutschen musst. Das haben sie auch mega oft hier eingefügt, ne? Das musst du dann nachher auch machen, wenn du zum Basilisken willst. Weiß nicht, ob du da nochmal ein Battle gabst, glaube ich, auch gegen irgendwen anders um die Wette rutschen. Weiß nicht, ob ich das so... Okay, ja gut. Okay, jetzt wird hier noch mit Feuer geschossen. Was ist denn jetzt hier los? Achso, da unten läuft auch Zeit ab. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Hä? Was ist jetzt passiert? Okay, das Spiel hat sich komplett aufgebammelt. Ist das... Das muss doch nicht so grün aussehen, oder? Harry hatte keine Ahnung, wo er war. Er wusste nur, dass er nicht in der Winkelgasse gelandet war. Böse Masken glotzten von den Wänden herab. Spitze Gerätschaften hingen von der Decke. Je schneller ich hier rauskomme, desto besser. Harry hörte ein Geräusch hinter der Tür und zwei verschwommene Gestalten tauchten auf der anderen Seite der Tür auf. Rasch sah Harry sich um und entdeckte zu seiner Linken einen großen schwarzen Schrank. Er schlüpfte hinein und zog die Türen hinter sich zu, bis auf einen kleinen Spalt, durch den er hindurchspähen konnte. Sekunden später klirrte eine Glocke. Und Draco Malfoy betrat den Laden. Der Mann, der ihm folgte, konnte nur sein Vater sein, Lucius Malfoy. Rühr nichts an, Draco. Mr. Malfoy versuchte, dem Ladenbesitzer einige Gegenstände schwarzer Magie zu verkaufen, die er vor dem Zaubereiministerium verstecken wollte. Harry ging direkt zu Flourish und Blotz, um seine Bücher für das neue Schuljahr zu kaufen. Zu der Zeit war auch Gilderoy Lockhart, der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste in Hogwarts, in der Buchhandlung und signierte sein neuestes Buch. Immer schön lächeln, Harry. Sie und ich zusammen schaffen es auf die Titelseite. Harry ging zu Ron und Ginny Weasley. Lucius und Draco Malfoy waren auch dort. Der berühmte Harry Potter kann nicht mal in eine Buchhandlung gehen, ohne auf die Titelseite einer Zeitung zu kommen. Ginny, die Harry sehr gern hatte, verteidigte ihn. Lass ihn in Frieden. Er hat das alles gar nicht gewollt. Lucius Malfoy mokierte sich über den schlechten Zustand der Bücher, die Ginny aus zweiter Hand gekauft hatte. Ich schätze, diese Bücher hier sind das Beste, was dein Vater dir zu bieten hat. Lucius zog eine Ausgabe Verwandlungen für Anfänger aus Ginnys Kessel, untersuchte sie kurz und legte sie zurück.
Zu diesem Zeitpunkt konnten sie noch nicht einmal ahnen, welche Auswirkungen diese Geste Lucius Malfoys auf ihr Leben haben würde. Sie alle verließen ahnungslos den Laden. Sie entdeckten den Wagen in der Nähe von Charing Cross. Und nachdem sie den Unsichtbarkeits-Servoantrieb aktiviert hatten, hoben sie ab. Über die Häuser von London. Sie konnten den Hogwarts-Express weit unten erkennen und folgten ihm. Da war doch gerade mega der Cut drin, oder? Also mega dieser... So ein Sprung. Die sind doch nachher Winkelgasse nicht direkt im Trabi gelandet. Das ist doch Quatsch. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Da war doch, normalerweise muss doch erstmal erklärt werden, dass sie zum Bahnhof hin sind und so, und dass sie nicht, das nicht geschafft haben. Ich glaube, wir haben den Zug gefunden, Ron. Zerkratz bloß nicht den Lack, sonst bringt mein Dad uns um. Sammle Geschwindigkeitsschübe, um vor dem Zug zu bleiben. Achtung, Hindernisse! An dieser Stelle muss ich leider erstmal einen Cut machen, weil der Part jetzt lang genug war. Aber das ist ganz passend, weil ich sowieso zwei Parts hintereinander aufnehmen wollte. Und dann werde ich jetzt in der nächsten Runde hier wieder einsteigen. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen Zeit damit verbracht, Genie zu suchen und eben auch diesen Sprung in die Winkelgasse. Und ich muss sagen, ich mag diesen Sprecher. Ich finde den Sprecher einfach richtig geil. Der war im ersten Teil auch dabei. Der ist cool. Der macht das gut. Was mich ein bisschen, oder nicht direkt stört, ist, es soll ja dieser neumodischere Look, war es glaube ich damals. Aber ich fand das geiler, als dieses Buch im ersten Teil noch gezeichnet war. Weil jetzt wirkt es ja wie so ein animierter Look, so weißt du. Aber im ersten Teil, wenn er da umblättert, so, dann ist das so ein bisschen gezeichnet, der Look. Und das sieht deutlich besser aus als das jetzt hier. Aber sonst, ja, ist mir wie gesagt nur dieser eine Sprung da aufgefallen, wo ich mir so dachte, aus der Winkelgasse raus und dann direkt in das fliegende Auto rein, ist ja Quatsch. Ne, also da war ja noch ein Grund dazwischen, warum sie das fliegende Auto benutzt haben, aber gut. Eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.